Hallo, also ich sitze jetzt hier draußen, es ist noch ziemlich früh, ich weiß gar nicht, 10 Uhr, also nee, es ist nicht früh, aber es ist Vormittag und ich sitze jetzt eben draußen auf meinem Balkon, weil irgendwie habe ich das Gefühl, der Ton ist besser, also generell drinnen hört sich der Ton immer ein bisschen metallisch an und deswegen bekommt ihr auch ein paar Naturgeräusche zu hören von den Elstern von nebenan, von irgendwelchen Raben, was auch immer und von dem Wind und von Autos, aber hier kommen nicht so oft Autos her und deswegen... Okay. Nee, das ist die Straße von nebenan. Da sind schon Autos, aber hier nicht. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, sondern ich wollte einfach mal ankündigen, dass ich vielleicht mal in nächster Zeit, also ich sollte nicht sagen in nächster Zeit, weil ich ziehe es ja eh nicht durch. Also es kann auch sein, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, was auch immer, dass ich Meinungsvideos mache, mehr oder weniger. Also es kommt ja. Da sitzt, glaube ich, ein Vogel in meiner Regenrinne. Zwei Vögel, okay. Dass ich Meinungsvideos mache, weil viele andere YouTuber machen das auch manchmal. Also mehr, wenn irgendwas passiert ist, dass sie dann da ihr Statement dazu geben. Aber ich würde gerne mal so Meinungsvideos machen über alle möglichen Themen, die ich mir schon länger mal aufgeschrieben habe. Schon seit einem Jahr oder so führe ich so eine Liste mit ein paar Themen, über die man eigentlich ganz gut reden könnte. Und das will ich dann eben auch in naher Zukunft vielleicht mal machen. Das Problem ist auch nicht, ich weiß nicht, was ich da im Hintergrund abspielen werde, weil, ja, ich will nicht, dass da einfach so ein Foto irgendwie, also das ist eigentlich total unwichtig, aber es sollte halt mehr was zum Anhören sein, als was zum Anschauen, deswegen will ich dann vielleicht irgendwie Fotos einblenden oder sonst irgendwas, ich habe keine Ahnung, aber einfach ja ein paar Themen besprechen oder eben ich hatte mal die Themen zum Beispiel Hate oder also Hate im Sinn von, dass Leute das falsch wahrnehmen, dass Leute was als Hate wahrnehmen, was kein Hate ist, vor allem bei den Modellpferdemenschen. Das Thema, das gab es ja schon mal irgendwie vor längerer Zeit, kam das mal und dann haben halt Menschen auch ganz viele Videos dazu gemacht. Aber ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich mir dachte, ich bin eh unpünktlich, ich würde da nie rechtzeitig ein Video machen und deswegen mache ich das vielleicht mal zwischendurch irgendwann. Oder was hatte ich noch? Blut und Gewalt in Modellpferdeserien. Also es gibt Serien, wo das gut eingesetzt ist. Es gibt Serien, wo ich mir denke, nein. Also auch Serien, die es jetzt nicht mehr gibt, mehr oder weniger. Und ja, das ist auch ein Thema, das ist aber eher ein kleines, das ist mir nur gerade so spontan eingefallen. Ansonsten, eben verschiedene Themen, aber ich will da jetzt nicht weiter darauf zurückkommen in diesem Video, weil dieses Video sollte eher kurz sein und mehr so eine Ankündigung und dass ich meine Kamera ausprobiere, weil ich habe eine neue Kamera und ich glaube, mit der ist der Sound besser, weil ich bin zu faul, mir ein Mikrofon zu kaufen beziehungsweise mich darüber zu informieren, welche Mikrofone gut sind und welche nicht. Und deshalb belasse ich das einfach bei der Kamera und schau mal, wie es sich so anhört und generell, was ihr davon haltet, wenn ich solche Videos mache. Vielleicht schreibe ich auch noch in die Videobeschreibung irgendwas darüber, weil irgendwie ich komme gerade nicht so viel und das ist früh und es war ein schlechter Zeitpunkt für dieses Video. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ja.